Was willst du mehr? Dein Partner erwartet dich. Das ist doch nicht dein Ernst. Was für eine Szene war das denn? Ey, es tut mir leid, aber... Ey, spult mal wieder zurück und guckt euch diesen Analverkehr mal wieder an, ey. Oh mein Gott, ey. Was haben die sich dabei gedacht, ey? Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Hallo und herzlich willkommen, Leute! Der nächste Auftrag wartet, denn das Blut und das Geld muss fließen. Ich habe mich diesmal als Kanalarbeiter verkleidet und ich bin im Gefängnis. Und wir haben erneut drei Ziele auszuschalten. Einmal die erste Person, Elton Russell, ein Polizist. Ihn soll man mit dem Stromkabel erdrosseln. Die zweite Person ist ebenfalls ein Polizist namens Keith Berry. Ihn soll man mit dem Metallrohr erdrosseln oder erschlagen, was auch immer. Und die letzte Person, Donald Tillman, ihn soll man mit der Pistole eliminieren. Was haben wir hier Schönes? Das Rohr. Da stecken wir erstmal ein. Und dort ist ein Polizist. Ihn müssen wir natürlich ruhig stellen. So. Agent 47 wünscht dir einen schönen Schlaf. Und zwar kostenlos. Was will man mehr? Was ist... Was hast du, Junge? Warst du zu lange unter der Dusche? Es tut mir leid, Leute, aber das musste sein. Das war der Sergeant. Sah ziemlich glücklich aus. Okay, der ist mein Opfer und hier ist direkt das Kabel. Naja, egal. Ich habe die Pistolen vorne am Schalter für dich hinterlegt. Oh ja, ja, ja. Echt schöne Dinger. Ich habe schon überlegt, sie am Geburtstag von meinem Sohn zu verwenden. Oh ja, 10 Jahre alt. Ich sag's dir. Der ist jetzt schon ein großer Bursche. Kommt nach seinem Vater. Tja. Und weißt du was? Große Burschen brauchen große Knarren. Ganz genau. Alles klar, Bruder. Bis bald dann. Mach's gut. Kommt genau nach seinem Vater. Also packen wir dich direkt. Ich hoffe, dass dein Sohn ein besseres Schicksal haben wird. Ab in die Truhe mit dir. Und das ist das Geburtstagsgeschenk. So, einmal in den Schacht rein. Jedes Jahr, Merle. Jedes Jahr müssen wir während des Volksfestes deinen besoffenen Arsch einbuchen. Die Festtagslaune! Bitte, das rieche ich doch von hier drüben. Was war's denn dieses Jahr? Hast du in den Brunnen gekackt? Die Rede des Bürgermeisters unterbrochen, mit dem du erklärt hast, du wärst Jesus? Ich frag mich, was für eine Musik das sein mag. So, das Rohr stellen wir bereit. Aber ich warte am besten, bis er mal in diese Ecke kommt, weil dort lauern die nächsten Gegner. Und das könnte problematisch sein, sobald ich den packe. Die könnten das hören. Oh, ich warte am besten, bis er nach rechts geht. Alter, was sind das für schicke Waffen? Ja, wir haben es langsam geschnallt. Du kennst die Musik auswendig, die du natürlich erfunden hast. So. Du wirst nicht lange pfeifen, du Pfeife. So. Ab in den Schrank oder am besten in den Tresor, aber das geht leider nicht.
So, meine Damen und Herren. Oh, das könnte jetzt wirklich problematisch sein. Wie stelle ich das an? Mit der Pistole auch noch. Oh mein Gott. Das wird wirklich problematisch. Am besten lenke ich den mal ab. Vielleicht kommt er ja in die Ecke. Man weiß es nie. Oh mein Gott. Wie kann ich das denn machen? Ja, in die Ecke. Beziehungsweise gegen die Wand. Was zum Teufel war das? Sieh mal nach. Oh mein, jetzt kommt der. Können Sie was erleben? Ja, das bedeutet, dass ich den ruhig stellen muss. Ansonsten werde ich noch entdeckt. Ruhig stellen. Agent 47 wünscht dir auch einen schönen Schlaf. Was willst du mehr? Dein Partner erwartet dich. Das ist doch nicht dein Ernst. Was für eine Szene war das denn? Ey, es tut mir leid, aber... Ey, ich spult mal wieder zurück und guckt euch diese... diesen Analverkehr mal wieder an, ey. Oh mein Gott, ey. Was haben die sich dabei gedacht, ey? Alter Schwede. Oh. Ey, wie viele Leute soll ich denn hier noch abmuxen? Das ganze Revier oder wie jetzt? Ich benutze am besten dieselbe Taktik wie von vorhin. So, das dürfte ausreichen. Fühlen Sie sich nicht von der Stelle. Sie sind hier vollkommen sicher. Bleiben aber ich glaube, du passt da nicht mehr rein. Ein flotten Dreier. Ah! Was war das? Na, ey, das... Scheiße, Alter! Scheiße, das war jetzt wirklich scheiße. Egal, ich mache am besten nicht wieder von neu. Egal, ich hab's trotzdem fast geschafft. Alter, ey. Ich hab mich voll vertippt, ey. Das ist nicht wirklich dein Ernst. Dreh dich bloß nicht um. Ich will dich packen. Ich will dich packen. Dreh dich bloß nicht um, du Bauerntömpel. Du hast mich noch entdeckt, ey. Sag bloß, der hat das gehört. Alter, das wird jetzt problematisch. Verdammte Kacke nochmal, ey. Nein, ich will die Waffe nicht wechseln. Ich brauche das Rohr. So, jetzt. Chloe, ich glaube, die Dale-Zwillinge machen mal wieder Ärger. Rufst du bitte ihre Eltern an? So. Unmöglich. Wie unmöglich? Ja, Chloe. Ja, wir haben hier unten möglicherweise einen Mord. Ach, scheiße. Ganz ruhig. Schick einen Krankenwagen her. Chloe, beruhig dich. Ja, schick einfach einen Krankenwagen her, okay? Du brauchst auch einen Krankenwagen. Obwohl ein Leichenwagen besser geeignet wäre. Ich hoffe, die Feinde kommen nicht. Okay. Alles sieht gut aus. Mach mal hin, da, Alter. Boah. Na. Hier liegt eine Leiche. Schick Verstärkung her. Wo? Ich flüchte. Ich flüchte. Ich flüchte. Ja, ich hab's geschafft. Naja, ich hätte es eigentlich erfolgreich schaffen können. Ich habe mich leider vertippt. Ich werde nächstes Mal wohl besser aufpassen müssen.
Aber trotzdem hat es sehr Spaß gemacht, vor allem diese Szene da im Schrank. Das war noch die geilste Szene, ey. Ein Pluspunkt. Das war Zack Tony mit einer sehr witzigen Mission. Wir sehen uns dann.